herzlich willkommen bei Meistens Anders und Greedful. Could you stand a little taller, just a tad? Like this? Yes, yes. The chin a tiny bit lower. Gaze a little more to the right. There! Now, hold the pose! Und jetzt sind wir bei der Charaktererstellung. Also, er zeichnet uns gerade und deswegen dürfen wir uns aussuchen, wie er uns zeichnet. Interessant. Habt ihr eigentlich gerade das Skelett gesehen? War schön, ne? Sehr. Schauen wir mal, was können wir denn machen? Wir können einmal Mann und einmal Frau. Die Frau ist traurig. Ach so. Spielmann, was haben wir denn für Voreinstellungen? Geh mal durch. Kleiner Wuschelkopf. Kaum Haare auf dem Kopf. Ist jetzt nicht gerade mein Kopf. Schön gepflegt. Was haben wir hier? Und da sind wir schon durch. So, schauen wir einfach mal, was es überhaupt so für Haare gibt. Stattlich. Nächstes Gesicht brauchen Haare. Ja, so nach hinten. Ein bisschen rebellisch. Rebellisch klingt gut. Ja, der hat in den Klamotten hier, sieht man, etwas längere Haare. Sie würde zu mir passen. Der ist natürlich hintenrum kahl. Der hat auch etwas längere Haare. So, was haben wir noch? Jetzt sind wir durch. Das war der. Also ich denke mal, der hier, ne? Der ist ein bisschen längere Haare. So nach hinten. Können wir ja noch die Haarfarbe machen. Ja, die möglichen Farben durch. In dem Dunkel. Dunkle Haarfarbe. Das Gesicht. So. Was ist das eigentlich für eine Narbe hier? Falls es eine Narbe ist. Die kann ich nicht auswählen. Also die scheint zum Spiel zu gehören. Also ich weiß nicht, was mich jetzt in diesem Spiel erwartet. Ich weiß nur, dass es ein Rollenspiel ist. Das war's auch schon. Augenbrauen. So, jetzt fangen wir mal von Augenbrauen an, ne? Augenbrauen. Guck mich jetzt bedeppert an. Jetzt gucke ich bedeppert zurück. Hey. Ja, guck deine Augenbrauen an, genau. Schau an, wie sich die Augenbrauen ändern. Mach einen schönen Blick, wenn es dir gefällt. Ach, hier ganz sanfte Augenbrauen. Ich bin ganz sanft, ganz sanft. Die Hautfarbe. Ganz hell. Etwas dunkler. Machen wir es hier. Sonnengebleicht. Haarfarbe und dann noch die Haarfarbe haben wir gemacht, die Augenfarbe. Nehmen wir Teddybärbraun. Teddybärbraun. Name kann man nicht ändern. Das ist gut. Damit. Keine nochmal das Gesicht, eine Gesichtvoreinstellung. Und da eins finden, was vielleicht besser insgesamt. Nee. Eins und zwei passen gut. Drei, ne, drei, vier nicht. Nee. Also eins und zwei. Nehmen wir da eins. Nehmen wir die eins. Und dann zum nächsten Schritt. Fähigkeiten. Wähle die Fähigkeiten, mit denen du beginnst. Sie sollten zu deinem Spielstil passen. Der Fähigkeitenbaum ist freigeschaltet. Während du im Spiel fortschreitest, kannst du weitere Fähigkeiten anderer Archetypen freischalten. Okay.
Also, wir haben hier die Anfangsklassen, kriegerisch, strategisch und magisch. Also kriegerisch ist, kurz gesagt, Nahkampf, Fähigkeiten zu Beginn schwere Einhandwaffen, Einhandklingenwaffen und Schusswaffen, die empfohlenen Attribute Kraft und Ausdauer und die empfohlenen Talente Handwerk und Stärke. Gut, das ist, müssen wir sehen, was wir da machen. Strategisch immer. Dieses Profil ist auf Schlachtfeldkontrolle spezialisiert. Der Feldwebel im Hintergrund. Fähigkeiten zu Beginn. Elementarfalle, Schusswaffen, Einhandklingenwaffen, empfohlene Attribute Genauigkeit, Beweglichkeit und empfohlene Talente Wissenschaft und Schlossknacken. Und magisch ist dann, dieses Profil ist auf die Verwendung von Angriffszaubern aus der Distanz spezialisiert. Magisch halt. Was auch sonst. Göttlicher Magiering, Stasis, schwere Einhandwaffen, empfohlene Attribute mentale Kraft, Willenskraft und Talente Wissenschaft und Intuition. Für mich klingt eigentlich das strategisch sehr schön, diese Schlachtfeldkontrolle. Kenne ich so bisher noch gar nicht so aus Rollenspielen. Na, nehmen wir das, nehmen wir die Schlachtfeldkontrolle. Was haben wir hier? Dies redet von Genauigkeit, Beweglichkeit, Wissenschaft und Schlossknacken. Was haben wir als nächstes? Wähle ein Attribut, in das du deinen ersten Punkt investieren möchtest. Es sollte zu deinem Spielstil passen. Kraft, Nahkampfangriffe, da ich jetzt ja nicht das Kriegerische gewählt habe, brauche ich das jetzt ja nicht. Ne? Beweglichkeit, Nahkampfschaden, Zornerzeugung. Erhöht sämtlichen Nahkampfschaden und die Zornerzeugung. Attribut benötigt, um die besten Einhandschwerter Zweihänder zu führen. Ich gehe dann doch eher mehr auf Strategie und Schusswaffen. Brauche ich das wahrscheinlich auch nicht. Verstärkt alle Zaubersprüche? Nee. Zaubersprüche auch nicht. Ausdauer erhöht die maximalen LP und das Gleichgewicht. Attribut benötigt, um die schwersten Rüstungen zu tragen. Was haben wir noch? Verstärkt alle Schusswaffen und alchemistischen Präparate. Attribut benötigt, um die besten Schusswaffen zu tragen. Das klingt doch schon mal gut. Erhöht die maximalen MP und die Zauberdauer. Da ich nicht auf Zauber gehe, deswegen werde ich hier auf Genauigkeit gehen aufgrund der Schusswaffen. Genau, das ist der eine Punkt. Mehr Punkte habe ich nicht. Dann können wir zum nächsten Schritt gehen. Die Talente, also das, was am Anfang dort schon stand. Da gehen wir gleich mal durch. Charisma, Stärke, Handwerk, Intuition, Schlossknacken. Ich weiß, Wissenschaft und Schlossknacken war das Wichtige. Ich nehme mal, denke ich mal, Schlossknacken könnte man direkt gebrauchen, weil wenn sonst am Anfang nämlich doch irgendwelche Kisten sind, und das kenne ich aus anderen Spielen, ich glaube bei Risen war das so, als ich das gespielt habe, da hatte ich Schlossknacken auch noch nicht weit genug und musste die ganzen Kisten stehen lassen und später nochmal hingehen. Da gehen wir diesmal strategisch anders ran. Und jetzt steht auch schon Spiel starten. Also ist mein Charakter fertig. Okay, Spiel starten. Möchtest du diesen Charakter erstellen? Na klar, okay, das scheint okay, aber ich sag just na klar. A few more minutes. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lord, out of my mouth. Your particularity gives you character. You're still here? We've nearly finished. Have you any more need of me, master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Telemi and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name. I beg your pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lord! You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir. Truly, I must be going. My lord, please, I beg you! Her Highness has personally requested I finish this... Thank you, cousin, for getting me out of that. Da war froh, dass da raus konnte. Also... Ich muss den Vetter finden.
So, der Kompass, der in der Mitte des oberen Bildschirmrandes zu sehen ist, zeigt wichtige Orte und die Ziele aktiver Quests an. Ja gut, den kenne ich ja schon so aus Elder Scrolls Online, also mit anderen Zeichen nochmal Hauptquest und Nebenquest auch schon was da? Nein, ist keine Nebenquest da. Was haben wir eigentlich hier hinten? Eine Flasche, die können wir nicht aufnehmen. So, schauen wir mal. Dem kann man nichts machen. Ist hier irgendwo was? Jetzt habe ich den ein bisschen gestoßen. Ich stoße die Soldaten. Ich renne die Soldaten um. Oh, das war eine Soldatin. Da gehen wir nochmal stoßen. Gehen wir weiter. Nicht, dass ihr auf falsche Gedanken kommt hier. Oh, hier kann man mit dem gar sprechen. Sprich mit Arbeiter. Sire, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. Aha. Okay. Was hämmerst du so rum? Okay, ich geh mal runter. Ich kann hier oben nichts machen. Gehen wir nach unten. Kommt man hier irgendwie drüber? Naja, sieht nicht so aus. So, hier sind Soldaten. Ist hier irgendwo lang? In anderen Spielen ist Taste M meist Karte. Ist auch Karte. Hier hinten. Scheine ich hier rechts raus zu müssen. Oh. Was nun? Ein schwarzer Bildschirm. Hey! Green Blood! Kurt. And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your goal. Oh, enough with the cold mercenary. I know you like us. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Ha! Kurt! I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. Fight with honor! Oh, okay. Dreimal soll ich angreifen. Okay. Erwischt. War das dreimal? Verteidigen! Verteidige mich. Weiß ich gut, dass du kämpfen kannst, okay. Oh, der hat mich getreten. Warum machst du das? Au. Das tat weh. Du hast Gesundheit verloren, um einem Trank einen Tastenkürzel zuzuweisen, verwende Tabulator der Taste, so startest du eine taktische Pause. Okay. Eine taktische Pause. Die taktische Pause unterbricht das Spiel und ermöglicht dir in Ruhe, deine nächste Aktion auszuwählen. Du kannst auf deine Zauberfähigkeiten und Tränke zugreifen, um sie direkt einzusetzen oder ihnen einen Tastenkürzel zuzuweisen. Während des Kampfes kannst du durch die taktische Pause auch mehr über die Gegner in deiner Nähe erfahren. Okay. Kann also hier eine taktische Pause drehen. Ne, ist eine taktische Pause. Gut, mal hier. Schneller Angriff. Tritt, Steuerung links, wütender Angriff Q, eine Parade, aha, und ausweichen. Umschalt links, ah gut. Mal hier Techniken, Schusswaffen Licht, Heiltrank. Zuweisen, also. 1. Ich müsste 1 zuweisen. Und jetzt kann ich hier. Genau, jetzt trinkt er was. Ah.
Uiuiui, zurückgestoßen. Uiuiui, die Kämpfe sind ja interessant. You defend yourself well, Greenblood. One might think you had a proper master of arms. The best. You already training for your new post of legate? Don't tire yourself. Flattery'll get you nowhere. But for the fight, you have remembered your basics. Your performance just got you out of a final lesson. Unless you want to go through the paces again before we depart. Ja, ich denke mal, es hat schon geklappt. Ne? Machen wir Kampftutorial überspringen. Wiederholen wir es gleich nochmal. Wiederholen muss ich es nicht. Ne, gehen wir weiter. Thanks all the same. I have quite a few tasks to check off my list before we depart. And here you are already assuming your political functions. And in a hurry. Always too busy. Very well. If you ever want to go over your basics later, visit one of our barracks on the Isle. You'll always find a training partner to give you a friendly fight. I'll remember that. Thanks. Are your bags packed for the great departure? Yes. You know I get by with very little. You're not angry that I'm coming with you, I hope. Ich könnte mich jetzt beschweren, dass er mitkommen will, oder? Eigentlich wäre ich schon froh, ne? Noch ein Begleiter. Kann ja schon sein, wenn ich da mal irgendwo kämpfen muss. Dann hilft er mir hoffentlich. On the contrary. I'm thrilled that both you and Sir de Corsillon are joining our party. A few friends at your side in unknown territory is a boon. Ah, so the old goat is coming too. And there I was thinking I would die of boredom on the trip. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night and we haven't seen him since. You know Constantine. I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. Okay, vor dem Palast mit Kurt treffen, aber der hat dann was gesagt, von der Mutter verabschieden. Dann werden wir das mal machen. Kommen wir noch andere Türen rein? Nee. I've put this off for as long as I can. I need to make my farewells to my mother. I'll go meet up with Kurt in the city afterwards. Nö, das ist kein gutes Zeichen, wenn der so eine Maske aufhat. Dann gehen wir mal rein. What is this? Have you not been taught to knock? I've asked 1,000 times. Oh, it's you, my dear child. Mother, I'm sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now, let's speak of more pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. You remind me so much of your father. I do miss him so. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill. Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to- I know. But it brings me comfort to know my son has left on a mission to heal his people. Come now. It is time for you to take leave. Here, take this with you. What is it? A family heirloom. Something that... Take it and keep it with you.
May it bring you good luck. All my blessings go with you, my child. Now, be off. Also der scheint auf jeden Fall eine Krankheit umzugehen und diese Markierung, diese Narbe dort in meinem Gesicht könnte vielleicht sogar auch ein Beginn dieser Krankheit sein. Vermutlich werde ich deswegen die Stadt verlassen, um nach einem Heilmittel zu suchen. Bin mal gespannt, wie das wird. Aber schade um die Mutter. Am liebsten würde ich nochmal zurückgehen und sie nochmal drücken. Aber das lässt das Spiel wahrscheinlich nicht zu. Aber ich kann sie mal testen. Das geht. Kommen wir nochmal zurück. Komm, nochmal zurück. Aber man sollte am besten eigentlich nur einmal Abschied nehmen. Nun geht nicht. Okay, dann eben nicht. Gucken wir uns erstmal hier so um, was das hier alles so. So sieht gut aus. Ist alles ein bisschen. Fliegt ein bisschen was durch die Luft. Sehr viel Rauch. Nach Industrialisierung aus. Zeitalter der Industrialisierung? Könnte das hinkommen? Gute Frage. Was haben wir hier? Sprich mit Adliger. Ich bin ein hohes Tier. Okay. Gut zu wissen. Winkst du mir zu? Nee? Okay. Dann gehe ich. Du winkst ja schon wieder. Dann komme ich wieder hin. Was willst du denn, Schätzchen? Einfach nur winken. Dann okay, ich lass dich mit dem Winken alleine. Wenn du winken willst, dann winke weiter. Okay, dann winke. It's done. Sorry, Greenblood. Look, we can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first. You're right. Maybe he's already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parliamenting fatigues me. But this is your domain. I wouldn't say no to a little help. Of course. Where is the supplier? In the lower boroughs, near the port. Right then. We'll put it on our list of visits. So, Gruppenaufbau. Kurt. Ich habe Kurt. Den könnte ich jetzt hier zur Gruppe hinzufügen. Und der kann, hat Ausdauer einen Punkt. 900 Leben. Nahkampfwaffen. Ausdauertrank. Angriffsaktion. Spezialangriff. Spezialangriff je nach ausgerüsteter Waffe. Aha. Beziehungslevel verdächtig. Und Fraktion Groschengarde. Also man kann hier anscheinend auch mit der Beziehung dementsprechend was machen, dass es vielleicht irgendwann freundschaftlich wird. Eigenschaften? Achso, dann sieht man hier nochmal ein bisschen mehr. Was kann man hier noch sehen? Fähigkeiten. Aha. Keine Punkte. So, ich habe ein rostiges Stilett und einen alten rostigen Säbel. Okay. Gehen wir auf zurück. Dann gehen wir auf zur Gruppe hinzufügen. Gruppe bestätigen und beenden. So. Er ist jetzt also meiner Gruppe beigetreten. I've been asked to pay visits to the ambassadors of Teleme and the Bridge Alliance before our departure. Their dwellings are not far from here. We could go there first. Very well.
You think Constantine will be waiting for us next to the ship? I don't know, but it's certainly worthy of inspection. So, da wollte ich gerade reden und dann fangen die plötzlich an zu reden. Okay. Also. Das war schon, also das war der Beginn Charaktererstellung. Wenn ich das richtig verstanden habe, eine bereits verstorbene Mutter. Und jetzt habe ich die erste Gruppe. Und dementsprechend habe ich jetzt auch schon ein paar Aufgaben bekommen, die ich hier in der Stadt erledigen soll. Aber damit mache ich in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, dass ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin mögen die Hörner stets nach oben ragen.